Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr heute wieder euch ein paar Minuten Zeit nehmt für diese Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay vom Tim 12057. Hat das Ganze eingeschickt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ehrenberg ist die Karte und der Jagdpanzer E100 ist der Panzer, um den es heute geht. Und dieses Replay würde ich jetzt einfach mal nennen 10 von 10. Warum 10 von 10? Werdet ihr gleich noch genauer sehen. Auf jeden Fall erwartet uns einiges an Damage. Richtig, richtig schön, dass wir da hoffentlich jetzt was zu sehen bekommen, was richtig Spaß machen wird. Und der Weg, den er nimmt, ist schon mal ein bisschen überraschend, denn er fährt hier direkt einfach mal in die Mitte lang. Nicht, dass er jetzt hier außen lang fährt und sich hinten aufstellt und da großartig sniped. Nein, denkt sich, alles klar. Ich mache hier mal die Mitte klar. So, er deckt auch schon den ersten auf, den T4400. Er selbst wird auch aufgedeckt. Und wahnsinniger, guter und auch glücklicher Schuss. Hat er nämlich schnell rübergedreht. In der letzten Sekunde, in der er da schießen konnte, hat er dann noch geschossen und hat den Schuss rausbekommen. Und jetzt bekommt er von allen Seiten irgendwie Hits. Und so kann man auch einfach mal ein bisschen was blocken. Schon 2400. So, der. Ich wollte gerade sagen, der Patriot ist sehr mutig. Aber irgendwann wird auch das bestraft. Zwei Schüsse gemacht. 2000 Damage bisher knapp rausgeballert. Ja, kann gut, geht gut los. Und obwohl er wirklich im Fokus stand, aber bisher noch alles an Hitpoints. Was natürlich gut ist, es ist keine Art hier am Start. Damit ist er hier ein wenig sicherer. Die Badger 12T. Die verzweifelt so allmählich langsam an der Panzerung, habe ich so das Gefühl. Ballert hier drauf, was halt geht. Und wie so eine Schmeißfliege denkt er sich, ach, langsam wird es lästig, drehe ich mich jetzt doch mal in die Richtung. Und just in dem Augenblick haut aber die Badger da auch ab, weil sie wahrscheinlich schon sich recht sicher ist. Da kommt sonst gleich deutlich Schlimmeres daher. Ein Jagdpanzer E100 vom Gegner lauert da auch noch. Auf den muss er natürlich aufpassen, weil der wird sich jetzt da natürlich richtig freuen, wenn er den gegnerischen Jagdpanzer bekommen würde, den er einfach mal so wegsnacken könnte. So, T57 Heavy. Böser Treffer. Muss aufpassen, dass da nicht noch mehr reinkommt. So, aber der Conqueror, der ihn vorher ja schon einen verpasst hat, der bekommt jetzt sein Fett weg. Und somit hat er den dritten Treffer gemacht und ist bei 2908 Schaden. So, jetzt ein Stritzwagen von der Seite. Da muss er aufpassen. Boah, schöner Treffer. Das war mal richtig satt. 1191 und 420 durch den Brand. Also das hat den gegnerischen Jagdpanzer mal einiges gekostet. Und die Maus konnte das dann noch klar machen. Also in Summe knapp 1600 Damage einfach mal auf den Jagdpanzer alleine gemacht. Kann man mal machen. So, und jetzt muss er aufpassen. T57 Heavy lauert da immer schon so ein bisschen. Auch der STRV 103 ist ebenfalls noch einer, den er auf dem Zettel haben sollte. Und oho. Der hat natürlich mit seinen HE-Granaten immer sozusagen die Durchschlagsgarantie, kann man fast sagen. Er steht hier in der Mitte gerade recht sicher. Das ist natürlich schon ideal. Sehr schöner Hit. Diesmal auf den Oho. 1182. Also jedes Mal, wenn das Ding zuschlägt, dann kommt da halt immer einiges bei rum. Das ist halt sehr, sehr nice bei diesem Gefährt. So, und jetzt hier den Conqueror.
Ah, sehr schön. Auch den weggemacht. 6.286 Schaden. 1.119 unterstützt. Also bisher eine Runde nach Maß. Einzig und allein mit den Kills will es nicht so klappen. Das muss man eigentlich sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Junge macht über 6.000 Schaden und hat erst einen läppschen Kill auf der Hand. Und jetzt denkt er sich, okay, genug gespielt. Jetzt will ich da wieder ein bisschen was sehen. Und da hat er jetzt den... Oh, ja, ja, ja. Ah, schön, auch den. Ein STRV, endlich hat er auch den mal eine verpasst. Sozusagen auch für den Eintreffer sich da revanchiert. Und das ist halt die Stärke von dem Panzer. Der hat hier alle Zeit der Welt zum Nachladen. Wird in der Zeit jetzt gerade nicht beballert. Vorher hat er einiges abbekommen, aber jetzt ist alles gut. Und jetzt kann er wirklich in aller Ruhe wirken nach... Ja, nach Möglichkeit, würde ich einfach sagen. Kann mal rausfahren, gibt einen Treffer ab und zieht sich wieder zurück. Mal schauen, ob er jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. AMX. Ah, der ist ein bisschen schlauer, zieht sich schon vorher zurück. Aber vielleicht doch nicht. Nee, doch. Oder? Jetzt machst du nicht so. Jetzt ist er weg. Jetzt, da ist der Drops klutscht und genauso ist es. Level kommt auch der AMX. Seine Tausender Schelle. Also, das ist wie wenn jedes Mal einmal Bud Spencer euch diesen Gong von oben auf den Kopf gibt. Wenn ihr die Szene im Kopf habt, wisst ihr genau, wie so eine Jagdpanzer-R100-Schelle wirkt. Genau den gleichen Effekt hat sie nämlich. Nach jedem Mal ist man halb bewusstlos und will eigentlich am liebsten schlafen und denkt sich, ist doch kacke, ich höre auf. Macht doch alles keinen Sinn. So, 8.404 Damage. Zwei bräuchte er noch, um die 10k zu knacken. Aber noch haben wir ein bisschen was an Gegnern da. Vielleicht kriegt er irgendwann mal seinen zweiten Kill. Wäre auch mal nett. So. Da ist der... Ah, sehr schön. T57 Heavy für 1.093. Und dann da den zweiten Kill. Da ist er mit, ist er bei 9.497 Schaden. Einen einzigen noch, um die magische, sage ich mal, 10k-Hürde noch zu nehmen. Und genau den hat er damit bekommen, denn den TVP, der hat ihm den Hit gegeben. 10.423 Schaden ist einfach ein Brett. Das kann man nicht anders sagen. So, und jetzt ist der Rest der Gegner ein bisschen hinterhalb. Den AMX, da wird er nichts mehr wohl von bekommen, denn da steht der Type 5 schwer und der T34. Vielleicht den Rheinmetall nochmal beschießen. Aber auch da hat der E5 seinen Spaß schon mit. So, Rheinmetall ist schon weg. Und jetzt noch der AMX. Aber ihr seht ja, was da an Gegnern auf den drauf fährt. Und er schreibt nochmal schnell im Chat sein Damage. Klar, darauf ist man stolz. Wenn man über 10.000 Schaden macht, ist es wirklich sehr nice. Ich persönlich habe das noch nie geschafft. Also eine Hürde, über die man erstmal kommen muss im Laufe seiner World of Tanks Karriere. Interessiert mich mal, was war denn euch so der höchste Damage, den ihr bisher bei World of Tanks angestellt habt? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen, denn die Runde ist jetzt zu Ende. Ich sag viel Spaß beim weiter selber spielen und vielleicht einer hohen Damage-Zahl. Euer Alcaramba.